Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Build Redstone Park. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, dieses Mini-Kondensator da vorne gebaut, aber bevor ich es vergesse, hört sich in den Folgenbeginn normal rein. Wow. So. Da bei dem Obsidian-Kasten nicht wundern, mit einem anderen Texture-Pack sind das alles grüne Blöcke. Da arbeite ich nämlich momentan mit einem Greenscreen. Also das bedeutet, dass beispielsweise so etwas hier rauskommt. Wie man jetzt hier oben irgendwo so sehen können müsste. Ja, doch, müsste man sehen jetzt. Warum sind da so schwarze Balken? Naja, auf jeden Fall arbeite ich gerade an sowas. Warte jetzt darauf, dass es zu Ende ist. Wow. Warum geht der Knopf jetzt nicht weg? Ah. Manchmal merkwürdig. So, dann habe ich noch dieses hier geschaffen, was man jetzt auch schön im Video eingeblendet sehen sollen könnte. Wow. Finde das toll, was ich da geschaffen habe. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß, um das immer mal wieder so ins Video einzublenden. Das ist ein Kondensator für alle, die es nicht wissen. Er hält das Redstone-Signal für eine Weile. Kannst du noch mal zeigen? Ich finde das schön, was ich da geschaffen habe. Das habe ich mit dem Replay-Mod gemacht. Falls ihr den nicht kennt, der ist echt Hammer. Ach ja, genau, den Kasten da werde ich dann wegmachen, wenn ich mit meinem Greenscreen-Arbeiten fertig bin. Ja, in der letzten Folge haben wir das hier geschafft. Wow. Wow, wirklich, wow. Das ist so toll. Und in dieser Folge habe ich mir gedacht, wir bauen nichts. Weil ich mir keine Gedanken gemacht habe, was wir diese Folge machen. Aber irgendwas wird mir schon jetzt spontan so einfallen. Hier haben wir den heiligen Baum, Blumenbaum, den heiligen Blumenbaum gepflanzt. Weil da jede Menge Blumen auf der Allee drumherum stehen. So, ich würde allerdings sagen, hier ist ein Durchgang. Weil hier ist ja der tolle Kondensator. Für die Menschen, die dann auf dieser Seite laufen und sich dann denken, oh, ich kann nicht über das Blumenbeet gehen, dann können sie hier lang gehen und sich den Kondensator, Entschuldigung, Kondensator anschauen. Warum kaufe ich mir jede Folge Tickets, ey? So. Wir brauchen irgendeine Attraktion, irgendeine Attraktion, die man betreten kann. Also ich würde sagen, die erste Attraktion packen wir auf die Seite hier. Dafür brauchen wir erstmal ein Tickethaus. Also kommt wieder der gute alte Richter zum Häuschen da drumrum, wieder vorne, Eingang. Damit das wieder ein bisschen schön gestaltet ist. So, dann liegt auf bisschen. So, da kommt hier eine Redstone-Scheibe. Kennt ihr auch schon die neue Redstone-Scheibe? Habe ich gerade erfunden. Tolle Glasscheibe hin. Bauen wir das hier zu und das Häuschen an sich verschönere ich dann später. Jetzt kommen wir erstmal zu dem tollen Eingangshäuschen. Hier müssen wir dann einen klebrigen Kolben, eine Steinmauer. Unter den klebrigen müssen wir eine Redstone-Fackel erstrahlen lassen.
Dann müssen wir hier drüben ja, hier so dieses Item-Erkennungs-Dings sie bauen, was ich mal als Kasse bezeichne. Meine, für mich ist das eine Kasse. Zahlst etwas, bekommst dann Zutritt auf für irgendwas, auch wenn man hier nichts bezahlt, sondern einfach nur sein Ticket da reinschmeißen muss. Aber für mich ist das wie bezahlen. So, dann brauchen wir hier eine Redstone-Fackel. Kommt dann später auch diese Richterstraße hin. Hier echt überall zugebaut. So, geht doch. Oh ne, jetzt geht's. Yay. So, jetzt muss ich doch noch Tickets kaufen gehen. Ich brauche auch Tickets, wo ich die bestücken kann. Brauche mehr als 8 Tickets. Warum habe ich jetzt nur 4 bekommen? Hä? Kaputt. Huch. Huch. Was ist denn hier kaputt gegangen? Warum strahlt er jetzt ein unendliches Signal aus? Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Hä? Mal. Hat's wieder geklappt. Ja, man hat gerade gehört, das Minecart ist losgefahren. Hier, das brummt jetzt zur Abholstation für seine Tickets. Und da brummt es auch schon wieder weg. Nach hier oben und verteilt gleichmäßig die Tickets. So, und wir bestücken jetzt mal die hier mit Tickets. Und bauen eine gesunde Trichterstraße nach zu diesem riesigen einen Trichteraufzug. Sodass die ganzen Item. Ach, hier war wieder das, was euch nicht zu interessieren hat. Das könnt ihr machen, wenn ich irgendwann mal Snapshot quasi von dieser Welt zur Verfügung stelle. Könnt ihr gerne selbst erkunden, was das gewesen sein könnte. Ich weiß es, ihr wisst es nicht. Ihr wollt es herausfinden, ihr müsst warten. Wo kann ich denn das jetzt hinführen? Grunde genommen ist es ja egal, wie lange die brauchen, deswegen. Ups. Wollte ich nicht. Deswegen kann diese blöde Trichterstraße ja eigentlich so lang, wie sie will sein. Na gut, sage ich so. Mir ist es egal, wie lange die brauchen. Aha. Aha, 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 aha. Hier muss das hin. Also sie haben ihr Ziel erreicht. Und wir bestücken jetzt das Ganze, den ganzen mit Trichtern, auch wenn das jetzt wahrscheinlich sehr uninteressant wird. Aber es muss gemacht werden. Also mache ich es. Kurven.
Von hier kam ich, ne? Ja. Und tada, die ganzen Tickets wandern hier durch und wenn die dann irgendwann hier angekommen sind, puff, werden die hochgepustet und lagern sich wieder hier schön in meine Ticketkiste ein. Und der Rest ebenso. So, jetzt müssen wir es noch eben miteinander verbinden und wieder hier Reindruckplatte dahinter. Gut, dann brauchen wir wieder den alten Kondensator, den ihr mittlerweile kennen müsstet. Wenn nicht, blende ich ihn euch hier nochmal ein. Ist er eingeblendet? Ja, perfekt. Das ist der Kondensator. Ist das nicht der Wahnsinn? Finde das toll, was ich da geschaffen habe mit dem Greenscreen. Finde, das ist eine gute Idee. Kommt hier später wieder das verneinte Signal hinein. Wer sich erinnert, hier mit dem Pisser. Ach genau, und das hier muss länger brauchen als das hier. So. Wir haben hier noch so ein Pisten hin. Ich muss mal eben den Kolben finden. Da ist er. Dann ja mal von hier das Signal abzapfen. Womit ich das da deaktiviere. Sodass das ganze Zeug funktionieren kann. So, packen wir hier den Dingen hier hinein, damit wir das kurze Signal verursachen. Wer das alles hier sehr gruselig findet, was ich hier baue, sollte sich die ersten paar Folgen angucken, wo ich den Eingang gebaut habe. Weil da habe ich das auch alles genauer erklärt als jetzt. Und ja. Gut, wenn wir uns jetzt hier nochmal 8 Tickets kaufen gehen. Unseren schönen Ticketshop hier. Ich möchte 8 Tickets haben. So, und jetzt wieder hier rüber rennen. Sollte es, wenn ich alles richtig gemacht habe. Nein. Das wollte ich nicht haben. Dann liegt das diesmal wahrscheinlich an dieser Redstone-Fackel. Aber das kann ich ganz leicht umgehen. Und zwar baue ich einfach das hier. Tada, fertig. Finde ich gut. Redstone bietet einem so viele Möglichkeiten, das zu bauen. Jetzt kann ich nämlich hier mein treffen würde, Ticket reinwerfen. Hallo? Oder auch nicht. Da wird da nach drüben geschoben. Hier wird aktiviert. Signal in das nach oben und so. Warum geht das jetzt nicht? Gut, das müssen wir jetzt noch eben herausfinden. Danach haben wir wieder erfolgreich ein Eingangstor gebaut. Ansonsten mache ich jetzt einfach Folgendes, weil ich den Fehler nicht finden kann. Oder
Ich nehme jetzt einfach mal das, wo ich vermute, dass es der Fehler ist. So. Verschieben wir den Kondensator auch um einen Block. Kommt dann jetzt hier hin. Nicht ganz. Dann hier so. Ein bisschen Redstone. Funktioniert das alles schon direkt? Ja, jetzt kann ich auch das hier wegmachen. So, ob das jetzt der Fehler war, werde ich jetzt sehen. So, dann verbinden wir das hier auch noch. Oh. Ach, und das hier verbinden wir auch und das hier auch. So, versuchen wir es noch einmal. Ich habe ja noch 5 Versuche übrig. Nein, warum? Dass sie überhaupt aktiviert, dass der Block darüber geschoben wird. Nämlich irgendwie mal so ein Gefühl, das funktioniert gar nicht. Aber. Ach, oh Gott, bin ich doof. Ich habe einen klebrigen Pisten genommen und keinen normalen Pisten. Oh, ich kann es beweisen, meine Technik ist gut mit meinem letzten Versuch. Und tadli-tü, alles funktioniert. Wow. Gehe ich hier drauf und alles geht wieder zu. Wow. Meine Technik ist überragend. So. Rauskommen tue ich auch nicht mehr. Perfekt. Jetzt kann ich das hier alles wieder zumauern. Ach nee, warte. Hier können wir auch direkt so bauen. Jetzt können wir das alles wieder zumauern hier. Unsere Technik wurde abgeschlossen. Und wir haben ein erfolgreiches Eingangstor für unsere nächste erste Attraktion gebaut. So, was es wird? Was wird es? Bitten das jetzt? That's a good question. Ah, das wird echt schwierig. Was wird denn dort jetzt? Oh, oh oh. Oh oh. Oh Gott. Selex hatte nicht nur ich, schätze ich mal. Diese Lex hattet ihr auch. Wundern, das war mein PC oder so. Da. Boah, die Technik hier mit meinem Admin-Key funktioniert auch noch einwandfrei. Kann da durchgehen und kriegt ihn wieder. Wow. So, jetzt habe ich noch einen Admin-Key. Zack. Cool, jetzt können wir aufs Lager zugreifen. Wir haben immer noch kein weiteres Item, was wir brauchen. Ich habe eine Idee, was wir hier reinpacken können. Nämlich wären das Melonen. Melonen. Melonen, Melonen. Ach, aber wir sind doch bei Essen. So, Melonen. Warum Melonen? Weil ich in der nächsten Folge keine weitere Attraktion baue, sondern eine Melonenfarm. Wo Melonen farmt werden. Auch vollautomatisch, um dazu zu sagen. So, hier müssen wir dann anstatt das hier Melonen.
Einpacken habe ich das jetzt drüben eigentlich schon mit Smaragden. Ah ja, gut, so kann man es auch machen. So. Habe ich eigentlich schon die Trichterstraße drunter fertig? Eigentlich nicht, ne? Nee. Einfach hier mit MC Edit reingepastet. Und nicht an die Trichterstraße gedacht. Ach. So, ich werde die Trichterstraße allerdings direkt. Nein, das geht nicht, das ist ein zu tief. Gut, dann halt nicht. Dann kommt die tolle lange Richterstraße schön hier rüber. Warum mache ich das eigentlich immer? Nein, oh komm. Wow, ich habe mal nichts zerstört, ist ja da Wunder. Was war da jetzt? Ich hoffe, da war ein Repeater. Ein Fast, ja, Repeater. Gut. Wo kann ich denn jetzt meine tolle Trichterstraße anbinden? Ja, da viel Zeug drin. Hier hinten irgendwo müsste mein Eingangstor sein. Hier kann ich das dran schließen. Perfekt. Hätten wir das auch verbunden. Und alles, was hier reinkommt, wird jetzt auch in mein Lager gebracht. Das heißt, wir schmeißen jetzt mal meine Melonen. Ah, ne, nicht da, sondern hier. Meine Melonen, meine Tickets, meine Tickets. Das war's. Schmeißen wir jetzt da rein und können schön zugucken, wie sich das alles Ende hier einsortiert. Werden bald Tickets zukommen. Nur die Frage, wie lange das noch dauert, bis die hier ankommen. Aber ich hoffe, das wird nicht allzu lang. Da hinten blinkt ja schon fleißig. Aber wer weiß, wie viel ich da reingeschmissen habe. Ah, die Tickets kommen an. 34, 35, 36. Wow, geht das langsam. Ach, weil die nur so langsam hier hochgeschossen werden, bestimmt, ne? Ja, vermutlich. Gut, ich würde dann sagen, das war's mit der Folge. Wir haben einen Eingang gebaut. Und damit bis zum nächsten Mal und schaut wieder zu und so. Tschüss.